Willkommen bei Spider-Man 2. Wir spielen die nächste Mission, die dort heißt Funky. Schön, dass ihr meinen Kanal gefunden habt. Und es gibt noch ganz andere tolle Videos von mir. Schaut mal gerne mal rein. Ab und zu spiele ich ja auch. Aber jetzt geht's erstmal weiter mit Funky Spider-Man. Das wird unglaublich viel bewirken. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Okay, bis dann. Oh, Miles. Hey, Ma. Komm her und setz dich. Ich wollte einfach nur sehen, wie es dir geht. Alles okay? Super. Klar. Okay. Oh, okay, schon eine beschissene Antwort, ne? Wirklich, alles gut. Okay. Es ist gerade einfach echt viel los. Ich muss mich in der Stadt um so viel kümmern. Ich habe mega Stress wegen dem College-Aufsatz. Pete hat selbst genug zu tun. Und Lee. Lee ist noch da draußen. Macht dir das keine Sorgen? Natürlich macht mir das Sorgen. Aber mir liegt viel an diesen Reformen. Ich muss Dinge loslassen, die mich nicht voranbringen. Und mich darauf konzentrieren, wo ich hin will, nicht wo ich war. Entiende lo que te digo. Ja. Aber Lee? Den kann ich nicht loslassen. Angela, ich muss dich zurückrufen. Ausgesperrt? Du hast doch einen Schlüssel. Oh. Nein, nein, ich verstehe schon. Ich mache ein paar Anrufe. Okay? Mom, soll ich hingehen? Hast du mir nicht gerade gesagt, wie viel du zu tun hast? Ja. Du bist unsere Mom, machen wir gerne für dich. Für meine Nachbarn habe ich immer Zeit. Klar. Freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Okay, Ma. Wohin muss ich? Harlem Cultural Center. 116. und Convent. Es geht um meine Freundin Angela. Sie will als Kuratorin einem zukünftigen Spender eine Privatführung geben. Doch das Sicherheitssystem hat sie ausgesperrt. Ups, wie peinlich! Angela hat eine Reihe an Stücken für eine neue Musikausstellung zusammengestellt. Aber es fehlen die Mittel. Ohne den Spender muss das Museum vielleicht dicht machen. Ich schau, dass sie reinkommt. Na. Helfen unserem Namen sehr gut. Sie wissen ja, wie viel mir am Erhalt des musikalischen Erbes der Gemeinde liegt. Aber wie kann ich einem Museum etwas spenden, dessen Sicherheitssystem nicht funktioniert? Darren, ich verstehe Ihre Besorgnis, aber ich versichere Ihnen, dieses Museum wird... Spider-Man. Oh, Gott sei Dank. Das System hat uns ausgesperrt und reagiert auf keine Eingabe mehr. Mal sehen, ob ich rausfinde, was los ist. Ich muss die Schalttafel finden. Na bitte, die Schalltafel. Die Relais sind überlastet. Ich muss zum Reparieren rein. Das war aber geil. Alles für Angelas Führung. Wer sind diese Typen? Und der Alarm wird nicht ausgelöst? Der EMP hat das System flachgelegt. Ah ja. Wir sind hier ganz allein. Muskelbepackte Superschurken. Nur noch das Schloss aufbrechen und wir sind drin. Deswegen ist Angela ausgesperrt. Ich sollte das System zurücksetzen, reingehen und die Typen aufhalten.
Sicherheitsriemen. Mal sehen, was ich darin verstecke. Das geht noch. Ich reparier's schnell. Geschafft. Aber null Reaktion vom System. Ich muss die anderen Relais finden. Hey, Miles. Ich war in allen Feast-Asylen. Keine Spur von Martin Lee. Danke. Warum ließ ich ihn entkommen, wo ich da... Du weißt schon. Wo du was? Ihn zur Strecke hätte bringen können. Ach ja. Keine Sorge. Ich suche weiter. Gehe ich in eine falsche Richtung hier? Kann ich hier nicht einfach hoch? Nein. Ich kann nicht da hoch, oder? Das würde mich jetzt wundern. So, da gehen die Kabel an. Ach, jetzt zeigt das an. Ihr seid ja lustig. Okay, aufs Klavier, auf die Kiste. Immer den Kabeln hinterher. Ja, ja, wir sind noch dabei. So, Schubdüsen sind wieder aufgeladen. Muss es was Wertvolles geben. Das ist ein Museum, da gibt es nur wertvolle Sachen, oder? Und Trommel sind schon im Laster, oder? Ja, aber wir haben Zeit und noch sehr viel Platz in den Lastern. Ich muss mich an den unbemerkt vorbeischleichen. Wer ist mit einer Ablenkung in C-Dur? Ein Spinnenroboter! Schieß drauf! Okay. Lass mich jetzt nicht im Stich. Du schaffst das. Bei dem Kerl ist noch ein Schacht. Reiß dich zusammen, Mann. Lass mich jetzt nicht im Stich. Du schaffst das. Bei dem Kerl ist noch ein Schacht. Wie kann ich ihn von dem Spiegel weglocken? Wer ist da? Hey, Doug, ich hoffe, das bist du. Alles in Ordnung? Es gab ein kleines Problem, aber ich regel das. Schau dir die Instrumente an, wenn du da bist. Ist gut fürs Studium. Na, ich studiere Musiktechnologie. Computer sind meine Instrumente. Menschen lassen durch Musikinstrumente ihre Seele sprechen. Beim Mixen oder Samplen musst du genau hinhören, um die Seele einzufangen. Ein Computer kann das nicht. Weißt du, wie alt du gerade klingst? Du meinst wohl alt und weise. Wie komme ich da hoch? Das Relais ist nah an der Decke. Wie komme ich da hoch? Thank you.
Schub, 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 schub. Okay, das Signal ist jetzt stärker. Sieht aus, als gäbe es noch ein Relais, das aktiviert werden muss. Raum hindurch. Wie viel Zeit? Ein paar Minuten. Nehmt die letzten Sachen und macht euch bereit zum Beladen der Laster. Verstanden. Wer macht hier Musik? Letzte Relais einschalten. Dann muss ich zur Laderampe. Ich muss dafür sorgen, dass die Typen nicht damit davonkommen. Weg hier! Gut gemacht, Spider-Bot. Jetzt bin ich dran. Spider-Man, die Vordertür ist endlich offen. Aber es fehlt ein ganzer Haufen Zeug. Es ist alles hinten auf den Laderampen. Und da wird's auch bleiben. Schnell, nichts wie weg hier! Los, los, los! Steht irgendwas zwischen meinen Zähnen? Wie viel kann ich von den Dingen dann erstellen? Das ist ja cool. Okay. Unfassbar, dass ich mit diesen Pennern hier bin. Da drüben war ein Geräusch. Meinte, es wäre ein leichter Job. Und jetzt ist Spider-Man da? Egal, mach dich fertig! Yeah. Euer Boss soll gefälligst die Finger vor meinem Gürtel lassen! Oh, hier das Fahrzeug hier. Nachschub. Halt ihn fest. Okay. Sei in einer Stunde am Treffen. Halt ihn nicht. Oh,
Okay, die Mega-Venom-Attacke ist ein starker Stoßangriff. Löse ihn aus, wenn deine Mega-Venom-Anzeige voll ist. Okay, oben rechts, alles klar, zum Fortfahren, Cross drücken. Ich muss die Laster stoppen. Jetzt muss ich mich entscheiden. Gebt auf, Leute, ihr kommt nicht davon. Wieder falscher Knopf. Junge, was machst du denn hier mal jetzt? Das macht gerade keinen Spaß hier. Kann nicht so schwer sein, oder? Das gibt's doch gar nicht. Irgendwas nach ihm werfen. Ah, endlich, ja. Alter. Komm nochmal, du. Das war aber mühselig. Mann, 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 Miles. Ein bisschen abgedrückt. Oh, funky drum. Funky, funky. Drum. Ernsthaft? Es wurden nur Objekte von einem Truck geborgen? So ein Chaos. Bedauere, Angela. Das war's mit dem Deal. Ach komm. Das war's mit unserem wichtigen Spender. Es gibt doch die Spendengala. Wenn wir den zweiten Truck nicht finden, gibt es keine Ausstellung. Und ohne Ausstellung auch keine Gala. Und ohne Gala... kein Museum. Muss das Museum schließen. Ja, dann gucken wir nach dem Truck. Ist doch kein Ding. Dazu machen wir doch gerne. Man kann doch forever. Hier. Da ist schon mal eine Trommel. Das hat Clyde Stubblefield gehört. Dem ursprünglichen Funky-Drummer. Weißt du, wie oft seine Sachen gesampelt werden? Er hatte so großen Einfluss. Eine direkte Linie von Funk zu Hip-Hop. Vielen Dank. Und keine Sorge, ich finde die restlichen Objekte. Danke.
Ich sollte mich bei Pete melden. Coole Kamerafahrt. Na klar. Harry ruft gerade an. Ich muss rangehen. Reden wir später? Oh, klar doch. Bis dann. Hey, Pete. Ich bin bei der Stiftung. Keine Spur von Dr. Connors, aber vier Augen sehen mehr als zwei. Bin unterwegs. Hast du was von MJ gehört? Du meintest, sie wollte zu seinem Haus, oder? Noch nicht. Sie wollte anrufen, wenn sie dort ist. Hoffen wir, dass er nur einen Tag krank feiert. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe im Büro nach. Komm bitte, sobald du kannst. Okay. Bis dorthin, euer Gamer Tim Drake.